Beitrag bedauerlicherweise ihre Konzeptlosigkeit in dieser politischen Frage. Um was geht es hier? Wir reden über die Streichung von Paragraph 16 Absatz 4 des SGB 8. Und was beinhaltet dieser Paragraph im Einzelnen? Es ist eine Sollbestimmung, in der es heißt, dass ab 2013 für diejenigen Eltern, die ihre Kinder von 1 bis 3 Jahren nicht in Einrichtung betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung eingeführt werden soll. Nun gut, wir reden also über einen Zeitpunkt, der noch 2 Jahre vorausliegt. Und wir, Herr Rolf, ich zitiere nochmal, Paragraph 16 Absatz 4 SGB 8 lautet, ab 2013 soll diejenigen Eltern, die ihre Kinder von 1 bis 3 Jahren nicht in Einrichtung betreuen lassen wollen oder können, eine monatliche Zahlung eingeführt werden. Soll. Soll. Herr Rolf, dann lesen Sie sich bitte noch mal deutlich den Text durch, auch die Diskussion in den Landtagen, im Bundestag, und dann werden Sie feststellen, dass das eine reine Absichtserklärung war, die bisher noch nicht politisch umgesetzt worden ist. Über die Vorbehalte, insbesondere auch in finanzieller Hinsicht, brauche ich hier nicht einzugehen, gerade in der jetzigen Zeit. Das hat nämlich auch Herr Grabow bereits angedeutet. Wir diskutieren also jetzt hier letztendlich, obwohl gar kein Handlungsbedarf ist und darüber hinaus, das Thema auch nicht hier unseren Landtag betrifft, sondern in erster Linie den Bundestag. Und auf Bundesebene wurde nämlich genau diese Absicht, die für 2013 definiert wurde, im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP konkretisiert. Und im Koalitionsvertrag, der übrigens ja auch die Unterschrift von Herrn Dr. Westerwelle trägt, heißt es also deutlich, um die Wahlfreiheit zu anderen öffentlichen Angeboten und Leistungen zu ermöglichen, soll ab dem Jahr 2013 ein Betreuungsgeld in Höhe von 150 Euro, gegebenenfalls als Gutschein, für Kinder unter 3 Jahren als Bundesleistung eingeführt werden. Als Bundesleistung eingeführt werden soll. Wir reden also auch hier wieder über eine Sollbestimmung, die noch nicht umgesetzt ist. Und jetzt zu der Frage der Konzeptlosigkeit der FDP. Also, Herr Grabow, auf der einen Seite wird auf Bundesebene, und wir sind uns einig, dass es ein bundespolitisches Thema ist, auch von Ihrem Parteivorsitzenden gesagt, das ist also die Zielsetzung, die wir verfolgen. Und auf der anderen Seite wird jetzt von Ihnen hier im Landtag gesagt, nun wollen wir das alles nicht. Also da bitte ich dann noch erstmal, klären Sie mal parteiintern, was Sie eigentlich wollen. In diesem Zusammenhang, Herr Grabow, haben Sie übrigens, weil Herr Rolf bezichtigte mich jetzt gerade falsch zu zitieren, muss ich diesen Vorwurf leider an Sie zurückgeben, Herr Grabow. Frau von der Leyen hat im Rahmen der Debatte im Bundestag am 26. September 2008 nicht ein Wort über das Betreuungsgeld verloren und hat insbesondere auch nicht mit einer Silbe etwas erwähnt, was Sie hiervon zitiert haben. Insofern bitte ich auch Sie, das Protokoll nochmal deutlich zu lesen, und die Quelle, das werden Sie dann sehen, ist nämlich so nicht richtig. Herr Grabow, die Absicht, ein Betreuungsgeld einzuführen, die Absicht, und das ist auch gerade im Koalitionsvertrag ja nochmal thematisiert worden, ist eine Frage der Wahlfreiheit. Und genau das entspricht ja doch offensichtlich auch dem liberalen Geist Ihrer Partei, genau dies letztendlich zu wollen. Insofern war es offensichtlich in Ihrer Partei nicht die Einheit, was die andere tut. Ich kann das gerne ausweiten, aber lassen Sie mich noch auf einen Aspekt eingehen, der meines Erachtens auch nicht ganz unter den Tisch fallen darf. Die FDP nährt aus meiner Sicht mit diesem Antrag nicht zuletzt auch die Zweifel an ihrer Regierungsfähigkeit. Denn das, was sich hier abspielt, ist doch offensichtlich ein Ausfluss der Streitereien zwischen FDP und CSU auf Bundesebene, die, und das mag hier auch mal deutlich gesagt werden, wirklich nicht länger erträglich sind. Wenn Sie jetzt meinen, Ihre Streitigkeit mit der CSU über die Länderparlamente ausführen zu wollen, dann werden wir dabei nicht mitspielen, Herr Grabow. Dann klären Sie das auf Bundesebene und klären Sie das auf Regierungsebene im Bund. Herr Grabow, wie gesagt, klären Sie das erst parteiintern und dann klären Sie es bitte auf Bundesebene, denn nur dahin gehört es. Hier im Land. Im Ergebnis kann man doch feststellen, dass wir hier keinen Handlungsbedarf haben.
Der Antrag stellt letztendlich oppositionellen Aktionismus dar, trotz der Regierungsverantwortung der FDP im Bund. Und mit Verlaub, das halten wir für schizophren. Wir lehnen Ihren Antrag deswegen auch ab. Danke, Herr Specht. Das Wort hat jetzt die Abgeordnete Frau Dr. Linke von der